das Glück, mit dem Kreuz und der Ikone einige der schönsten Stellen Melbournes zu besuchen. Heute Morgen haben wir das Kreuz von der Kirche Unsere Frau vom Berg Carmel zum Hafen der Phillip Bay gebracht, wo es leider auf das Schiff Spirit of Tasmania geladen und dann hinüber nach Hobart reisen wird. Also ist es jetzt zum letzten Mal möglich, das Kreuz in Melbourne zu sehen. Warum kommt ihr nicht mit für einen kleinen Gang in der Diözese? Nun, die Bedeutung dessen, dass das Kreuz jetzt nach Hobart geschifft wird, erzeugt gemischte Gefühle, glaube ich. Ja, ich denke, dass es für jede Diözese ein trauriger Moment ist, wenn sie sich vom Kreuz und der Ikone verabschieden muss. Und natürlich steigt die Aufregung in jener Diözese, die das Kreuz und die Ikone als nächstes in Empfang nehmen wird. Für die Erzdiözese ist nun die Zeit vorbei, aber wir tun noch etwas Besonderes, indem wir das Kreuz von unserem Staat Victoria zu einem ganz anderen Staat, Tassie, bringen. Das Besondere an dem Schiff The Spirit of Tassie ist, dass es den Geist von Pfingsten versinnbildlicht und damit gut zum Weltjugendtagsmotto passt. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird. Also dies ist im Hinblick auf das Kreuz und die Marienikone der etwas emotionale Teil der Reise. Es war sehr viel los in den letzten Wochen hier in der Diözese Melbourne. Es ist ein bisschen traurig, aber ich denke, die Leute in Hobart sind schon ganz aufgeregt, das Kreuz einmal anfassen zu dürfen und ein wenig zu beten. Es war eine sehr aufregende Zeit, der Zeitraum vom Empfang des Kreuzes von der Diözese Sale. Weiter durch alle Diözesen, Schulen, Gefängnisse, Orte mit geschichtlicher Bedeutung und die ersten Kolonien hindurch bis heute. Menschen haben sich darum versammelt und ich denke, es ist wichtig, wunderbar zu sehen, wie die Menschen ihren Arm ausgestreckt haben, um es zu berühren, als es durch die Städte zog. Für mich ist das ein Zeichen des Guten im Menschen, dass sie wissen, dass Gott sie liebt. Und es brachte Menschen jeden Alters zusammen. Wie ihr heute beim Abschied sehen konntet, waren Menschen aus der ganzen Welt da. Und der Enthusiasmus ist auch in Tasmanien unglaublich. Ich hoffe, es wird dort ein ermutigender Moment für die Menschen sein, in dem sie spüren, dass in jedem Gutes steckt und dass dieses sichtbar wird. Wenn jetzt die bedeutungsvolle Reise des Kreuzes und der Ikone in Victoria zu Ende geht, ist dies ein sehr emotionaler und aufregender Moment. Nun, wo sie auf das Schiff geladen werden und über die See nach Hobart reisen. Ich bin Logan und ich hoffe, bald mehr vom Weltjugendtag zu sehen. Möge der Herr mit euch sein.